und damit willkommen zu Ekelpong heute mit Chris Rock. Freunde. Und mir. Hallo. Und Benny. Oder nee, du bist ja nicht Benny, du bist ja... Jetzt bin ich Benny, dich sind doof. Benny, dich sind doof. Liebe Freunde, es geht wieder um euch. Schreibt doch jetzt mal eure ekligsten Kombinationen in die Kommentare. Auch bei diesem Video haben wir Kombinationen gewählt, Rezepte, die von euch und dem letzten Video mit Silbermond kommentiert wurden. Das heißt, kommentiert schon mal fleißig und vielleicht habt ihr die Idee, mit welchem Star sollen wir das nächste Mal Ekelpong spielen. Ich würde gerne Sturmwaffel mal drehen. Zum Beispiel. Sturmwaffel finde ich gut. Und auch das Video mit Silbermond ist natürlich in der Infobox verlinkt und auch das mit Felix Lobrecht. Es geht heute um diesen Ekelpong-Pokal. Wie alle Pokale bei uns, den kann man nicht mit nach Hause nehmen, man darf ihn nur berühren. Rob möchte einen Eimer zum Beispiel hier unten haben, weil du bist ja anfällig, gerade bei Wurstwasser. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Es gibt eine Kombination, da ist Wurstwasser ein elementarer Teil. Das ist wirklich mein Endgegner. Ich brech zusammen bei Wurstwasser. Die Regeln sind ganz easy. Wir spielen quasi Bierpong nur mit ekligen Getränken. Und wer am Ende noch am meisten vor sich stehen hat, der ist der Gewinner. Richtig. Und wer am meisten trinken muss, der ist der Loser. Mach den ersten Mal, vielleicht muss er kann es schon. Ich sehe schon, Rob ist ein Typ, der kann das. Scheiße! Okay. Ja! Es ist das Wurstwasser mit Brausepulver. Und da sind sogar noch Würste drin, du gehst noch mal eben rein. So sieht meine Toilette aus, an einem ganz normalen Samstagmorgen. Du darfst natürlich die Würste, die darin schwimmen, auch essen. Das ist natürlich klar, bei uns kommt nichts weg. Mit Brausepulver. Mit Brausepulver. Alter. Grauenhaft. Aber der Gewinner darf nochmal werfen. Das heißt, du darfst direkt hier schmeißen. Weißt du, was das Schlimmste ist? Jetzt habe ich die ganze Zeit diesen Wurstgeschmack im Mund. So, Rob, direkt den nächsten. Das wäre natürlich richtig cool. Wow! Jetzt ist Aprikosensaft und Sojasauce. Auch das, es ist ja ziemlich voll, das Glas. Wow, also ich hoffe, du hast Durst mitgebracht. Oh, puh. Weg damit. Okay. Oh. Oh. Rob, du darfst direkt natürlich den nächsten hinterher schmeißen. Ich kann jetzt hier 5-0 verlieren. Oh. Oh. Oh mein Gott, okay. Alles gut. Oh! Mehr im Bogen. Hast du einen Tipp für mich? Nein. Du machst immer so. Ja! Es wird so. Geleno! Tabasco und Sahne. Wow! Was geht? Klingt nach einem guten Cocktail. Vor allen Dingen neutralisiert sich Tabasco nicht durch Sahne. Musst du unseren Fans sagen, die haben das bestimmt. Er zieht sogar nach. Hat was. Einfach ganz lange. Ach, du darfst nachher. Oh nein. Oh! Okay, im Winkel. Es geht um diesen Pokal, Freunde. Strengt euch an. Wow! Mit Ankündigung. Und jetzt geht's für dich. Nein. Mayonnaise und Bitter Lemon. Ich hasse euch. Das klingt so nach einer neumodischen Hollandsoße. Ui, ui, ui. Der war richtig sauber. Und jetzt kannst du auch mal Tabasco-Sahne trinken. Ui, ui, ui. Alter Schwede! Das hätte ich auch. Boah, erstmal ist das mega schwer. Zitronenlimo und Bananenmilch. Ja, gut. Aber es flockt so schön. Uiuiuiui. Ui, ui. Ah, das muss natürlich weg, weil der Ekel kommt über die Menge. Also auch über den Geschmack. Wie Blumenerde. Einen Schluck, ein Tiefen noch. Das machst du gerade hauptberuflich, ist schon klar, ne? Fickt euch! Lecker, lecker, lecker. Puh. So. Danke. Mayo noch alles drauf. Gut. Naja. Komm, Baby. Versuche einfach ein bisschen weiter zu titschen.
Boah. Du hast aber Pech, da kommt noch dazu. Aber jetzt macht der Rob den Sack zu, indem er Folgendes tut. Einfach ganz entspannt, weißt du? Fokus, zack. Wow! Kräuter, Schnaps und Milch. Ist ein toller Abschluss. Das nenne ich Frühstück, liebe Freunde. Krass, ey. Komm. Darf man das Wort kombinieren? Das werden wir gleich rausfinden. Eigentlich ist es aber Bierpong so, dass der auch ein bisschen von den anderen mal trinken muss. Ey, aber! Rob, du darfst ja ein Getränk aussuchen, was der Benni noch mal trinken muss. Was denkst du, was hat ihm am wenigsten geschmeckt? Ich glaube, die Wurstwasserbrause. Oh. Du Spacko, echt, ey. Das ist einfach... Boah. Das ist wie ein Klo. Mit Würstchen auch noch, ja. Also so mit Stückchen. Los, sauf. Sag, ich bin ein Loser in die Kamera. Nee, das will ich jetzt nicht. Doch. Ich bin ein Loser. Nee, war Luki in der Kamera. Ich bin ein Loser. Gib ihr, gib ihr. Mit Einlage, ne? Ist schon klar. Liebe Freunde, schreibt eure liebsten oder ekligsten, tollsten Rezepte in die Kommentare für weitere Drinks. Ich möchte nichts mehr lesen wie Milch mit Tabasco oder so, das ist ja voll lame. Lieber solche Sachen, solche ekligen kleinen Rezepte. Und besucht den Rob mal auf seinem Kanal. Und genau, Rob. Hier ist die Siegerehrung. Dankeschön. Großer Applaus. Und nur mal, gib mal her den Ball. Ich möchte nur mal ganz kurz für mich. Ich zeig dir mal, wie einfach das gewesen wäre. Uiuiui. So, Freunde. Vielleicht tauscht ihr beim nächsten Mal. Liebe Freunde, macht's gut. Das war's. Tschüss. Ja, Applaus.